E-Auto und dein Handy haben eine Gemeinsamkeit. Bei beiden sind die Akkus fest verbaut und lassen sich im Falle eines Defekts nicht einfach mit ein paar Handgriffen tauschen. Wenn man aber die Kosten anschaut, beginnt der Vergleich zu hinken. Denn ein Akkutausch beim Handy kostet nur einen winzigen Bruchteil von dem eines E-Autos. Dann werden nämlich, je nach Modell und Kapazität, 10.000 Euro und mehr fällig. Auch wenn es möglich ist, den ganzen Akku zu tauschen, nötig ist es nur ganz selten. Der Akku deines E-Autos besteht aus vielen einzelnen Zellen. Diese sind zu einzelnen Modulen gebündelt und viele dieser Module ergeben dann den für uns als Akku bezeichneten Batteriespeicher. Für einen Defekt sind aber oft nur einzelne Zellen verantwortlich. Und statt dann den ganzen Akku zu wechseln, werden dementsprechend nur diese oder aber auch einzelne Module ersetzt. Natürlich ist das eine aufwendige Reparatur, die auch entsprechend kostet. Aber Hand aufs Herz, ein Motorschaden beim Verbrenner ist auch nicht mit ein paar Euro gelöst.